Liebe Schwestern und Brüder, der Tag des Apostels Matthias, der für uns, die wir in unserem Bistum seine Gebeine bergen dürfen und ihn damit sehr präsent haben, der Tag dieses Apostels und seine Schrifttexte halten in uns eine Spannung wach, die in der Apostelgeschichte schon angeklungen ist und die mit jedem christlichen Leben zu tun hat. Die Spannung von Verrat und Treue. Das erste Kapitel der Apostelgeschichte sagt es, wenn Petrus ausdrücklich auf das Ausscheiden und die Tragik des Judas zu sprechen kommt. Man macht nicht einfach irgendwie, man fängt nicht einfach neu an. Aber die Zwölferzahl muss wiederhergestellt werden und man blendet den Verrat nicht einfach aus. Und der, der da spricht und sozusagen das Heft des Handelns hat, Petrus, weiß sehr gut, wovon er spricht, denn er selber ist Verräter. Aber das ist ein erster Punkt, auf den wir hinschauen müssen, um in der eigenen Spannung, in der Spannung unseres eigenen Lebens, die wir ja oft auch hin und her gerissen sind und manchmal gar nicht recht wissen, auf welcher Seite wir stehen. Wir sagen, und wir wollen es eigentlich auch, wir wollen treu sein. Und in dem Moment, in dem wir das bekräftigen, verraten wir schon wieder. Kein christliches Leben ist frei davon. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Das ist nicht einfach eine Vorherbestimmung oder so etwas, wie man das immer versucht hat zu erklären oder teilweise versucht hat zu erklären. In seinem wunderschönen Exhorten zu den Aposteln hat Papst Benedikt gesagt, es liegt wohl daran, dass Judas in seiner Reue, die er auch empfindet, wie Petrus, wir können nicht sagen, er bereut es nicht, er bereut es ja. Aber er schließt sich in seiner Reue in sich selber ein. Und dieses in sich selber Gefangensein, selbst noch in der Reue, führt zur Selbstzerstörung. Diese Reue öffnet sich nicht. Und wir kennen diesen Ort, wohin sie sich öffnen muss. Unsere Reue muss sich öffnen auf Christus hin, damit sie erneut zur Treue wird. Und einen zweiten Gedanken, den ich sehr aktuell finde, äußert Papst Benedikt in seiner Ausführung. Und er fasst auch beide zusammen, Judas und Matthias, denn sie hängen miteinander zusammen. Der Kirche, so sagt er, wird es nie an untreuen Christen und auch an Verrätern fehlen. Alles andere ist ein Wolkenkuckucksheim. Und wäre auch historisch gesehen nicht die Kirche, von der wir sprechen und in der wir leben. Auch heute gibt es in der Kirche Untreue und Verräter. Aber wie sollen wir damit umgehen? Wir sollen damit umgehen, wie es das Apostelkollegium tut, unter der Leitung des Petrus. Wir sollen versuchen, in unserer Treue dazu ein Gegengewicht zu bilden. Wie oft halten wir uns darüber auf? Und ich nehme mich da nicht aus. Und wir sind gefangen in dem, was wir manchmal mit entsetztem Herzen und offenen Augen und offenem Mund sehen, was alles möglich ist in der Kirche, was sogar ganz und gar unmöglich ist und in keiner Weise zu ihr passt. Es gibt zu viel davon, wir wissen das. Aber statt uns darüber aufzuhalten, sollten wir versuchen, das innere Gegengewicht zu bilden, mit unserer Treue, so gut es nur eben geht. Und diese Treue, so sagt es uns die Apostelgeschichte, ist immer vom Heiligen Geist geführt. Sie schöpft aus dem Fundus der Heiligen Schrift. Nicht umsonst zitiert Petrus gleich zwei Psalmen, um das zu erklären, um es zu verstehen, was da geschehen ist. Einer, der mit uns war, der alles erlebt hat, der genauso Tag und Nacht mit unserem Meister geteilt hat. Wie konnte das geschehen? Es ist von Anfang an eine Realität in der Kirche, dass es in ihr auch das Böse gibt, auch den Verrat. Aber es ist nicht das letzte Wort. Gottes Geist führt hindurch, durch eine Reue, die sich öffnet hin zu Christus, zu einer neuen Treue zu Christus. Dafür steht Matthias. Und er ist ein guter Patron für uns selber,
in dieser Spannung zwischen diesen beiden Polen.